Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dr. M im Gespräch mit Patientin Nummer 909, beziehungsweise nicht im Gespräch, sondern ja eher im Gedächtnis. Wir haben letztens schon gelesen, worum es sich dabei handelt oder beziehungsweise was die Patientin quält. Sie scheint es ja selbst nicht so genau zu wissen und wir tauchen ein in ihre Gedankenwelt. Eine Tür öffnet sich, die andere schließt sich und so weiter und so fort. So, und los geht die wilde Fahrt. Ja, ich weiß immer noch nicht, was die hat. Ich wollte eigentlich mal googeln, hab's aber vergessen. Gerade auch bei Patient Nummer 3, den wir hatten, den obdachlosen Kriegsveteranen. Der hatte auch irgendwas, wo ich nicht so wirklich wusste, was das ist. Das müsste man entweder nachschauen, privat, oder dann, es wäre halt schön, wenn es hier erklärt werden würde. Denn ich schätze mal, die wenigsten von uns sind tatsächlich Doktoren. Und das Bild sah zumindest aus, ja, es sah ein bisschen aus wie eine Eislandschaft oder sowas. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Jetzt muss ich wieder ruhig sein. It's funny. I usually get really uncomfortable in places like these. People just don't, you know, get it. I don't believe much in therapy, to be honest. However, I know my friends say they're concerned. They practically kidnapped me, so I would talk to someone this time. I don't know what they want. But you've been very gracious, and I guess I'll try. I guess. So, okay, sure. I mean, I've become a bit of a shut-in. I don't leave my apartment much these days. It's better that way. It keeps me safe. Yeah, I keep it clean. I'm in control there. Maybe I just got tired of feeling overwhelmed out there. Tired of the wrong thing happening out there. Tired of the consequences of my actions or inactions. I don't know, just tired. I guess I know it's a problem, but it's maybe not that big of a deal. I mean, some birds live their whole lives in cages and are perfectly happy. Oh. I keep going. I'm happy to say that I've been in a steady relationship for a little over a year now. Yes, in case you were wondering, I am transgender, and my love knows and is fine with it. My partner is so great, always thinking of me and keeping me out of trouble. I mean, of course, we have our arguments, sure, but what good relationships don't, right? Okay, well, I'm here now. So if you want to go into the depths of my mind to help me with, well, whatever it is you do, by all means, have at it. I still don't think you can or need to help me, but whatever, it's fine. Whatever it is you need to do so I can get out of here and go home. Worauf Sie sich verlassen können, das ist doch unser Job, das ist unsere Aufgabe, dafür sind wir hier. Und es ist eigentlich immer erstaunlich, wie viele Menschen immer noch ja, so eine abschreckende Haltung von Psychologen oder generell Ärzten, alles was so mit Psychologie, Psychiatrie und so weiter zu tun hat, dass da eben so eine große Distanz noch herrscht bei der Gesellschaft. Oh, sieht das schön aus. Warte mal, ich will kurz schwärmen. Oh. Achso, da kommen wir wieder dort raus, okay. Weil es anscheinend sehr schwer fällt, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht oder generell, dass anscheinend für viele eine Schwäche ist. Dabei könntest du ja auch einfach, wenn du mal eine Lebenskrise hast, das heißt ja nicht gleich, dass du psychisch krank sein musst. Natürlich sollten diese Menschen immer Vorrang haben, denn die brauchen die Hilfe natürlich nötiger. Aber es gibt auch Lebenskrisen, die es zu bewältigen gibt. Es gibt kritische Lebensereignisse, zum Beispiel der Tod einer Person oder was weiß ich, eben gerade mal eine schwierige Phase im Job, wo man einfach mal Hilfe bräuchte. Oh, ein Foto. Und es ist schade, dass das so wenig wahrgenommen wird. Ich brauchte Jahre, um mich mit dem anzufreunden, wer ich bin. Stimmt, wir haben eine Frau. Wir behandeln eine Frau, die transgender ist, das heißt, sich mit ihrem Geschlecht uneinig ist, aber da sie anscheinend, ja, ich schätze mal, sie will mit Frau oder als weibliche Person angesprochen werden.
Ist das die Wohnung? Ist aber schön hier. Was ist das? Eine riesengroße Taschenlampe. I love you. Oh, Kissen? Nee. So, genau so wollte ich das. Kann ich dir auch... Ach so, hier. Ein Ort für alles und alles an seinem Ort. Die Schuhe. Ist aber schön, dass sie einen Partner gefunden hat. Ach, das war die Tür. Sieht sehr friedlich aus. Und warum hier die ganzen Raketen? Habe ich wieder nicht richtig zugehört, was? Ich habe jetzt zumindest nicht erfahren, was sie arbeitet. Ah, Umarmungen und ganz viele Küsse. Ganz viel Liebe. Das Sammelhandbuch für Papierpuppen. Stellt sie die her oder ihr Gefährte? Warte. Oh, richtig krasse Übungen für starke Muskeln und Ausdauer. Deal with it. Don't make your problems your friend's issues. Plus keeping house. Why a tidy home is a happy home. Also die typischen Ratgeberheftchen hier. Achso, das können wir mit rumtragen. Wo soll denn das hin? Wir räumen anscheinend auf. Gar kein Problem. Was? Police? Nee. Keine Ahnung. Leslie Juni Anan. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wo tun wir das Häftchen denn hin? Zum Klo? Hier so? Aber wenn sie selbst nicht weiß, was sie für ein Problem hat, wird es natürlich schwieriger. Also generell, wenn... Hier vielleicht? Nee. Ah, hallo. Oh, ein Foto. So starb endlich die Unschuld, die ich in mir verborgen trug. Ekel und Furcht umgaben mich wie Gitterstäbe. Naja, wahrscheinlich von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Hallo. Wo sollen denn diese blöden Heftchen hin? Also, ich würde die ja hier so auf den Tisch legen. Nee, okay. Keine Ahnung. I'm sorry. That number is not in service. Please hang up and try again. Nö. Nö, danke. So, Papier, Tonne. Alles da, was man braucht. Okay. Machen wir jetzt Essen? So wie wir es uns immer gewünscht haben oder auch nicht gewünscht haben. Achso, alles hat seinen festen Platz, verstehe. Ist das schon abgewaschen, sag mal? Ein Fehler im System, verstehe. Hat jemand was liegen lassen? Ja, dann lass mich doch in Frieden. Gläser. Oh, die Kaffeemaschine, ist die noch an? Sieht so aus, sie leuchtet. So, na warte mal. Hier sind diese Heftchen, keine Ahnung, wo die hin müssen. Rein. Ist ja eigentlich egal, wohin, oder? Ich weiß ja nicht, inwiefern, ob sie sich hat umwandeln lassen oder nicht.
Aber scheinen sich ja beide zu rasieren. Weiß bloß nicht, ob im Gesicht. Hey, flieg nicht weg. Warte mal, was ist denn das überhaupt? Good Home. Wo kommt das Good Home Heft hin? Good Home. Good Home. Puh. Ist so ein Bücherregal? Nee, da auch. Hier? Hier? Nee. Will er nicht. Hier? Nee. Ah, hier kommen die alle hin. Alles Klärchen. Wo? Hier. Aber das kann auch mal. Das kann auch mal in der Stube liegen. Ich bin da eher weniger so. Ah, das Chesterfield-Sofa. Das muss natürlich sein. Ganz wichtig. In Horrorspielen gibt es immer Chesterfield-Sofas. Wo kommst du denn her? Müssen wir jetzt kleine Püppchen suchen? Finden, beziehungsweise. Ach so. Verstehe. Muss da sonst noch was irgendwie? Ach, da fehlt noch ein Kissen. Und die Taschenlampe, kann ich die nicht aufheben? Ein Kissen fehlt uns noch. Wo kann der das sein? Wo ist das letzte Kissen? Auf dem Klo wird es ja nicht sein. Nee. Ich sehe es vor lauter Sachen schon gar nicht. Ach, hier unten. Easy. Guck mal, da ist ein Koffer. So. Schön. Gib mal her hier. Okay. Durchgestrichene Gesichter. OBN, 0BN. ...01XX. Ach, sind das die ehemaligen Freundinnen vielleicht oder so? JKL, die müssen wir dann wahrscheinlich sortieren oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß halt bloß nicht, wo. Warum ist der Spiegel zerschlagen? Wahrscheinlich noch aus der Zeit, als sie sich nicht akzeptiert hat, so wie sie ist und wie sie sich fühlt. Wo sollen jetzt diese Fotos hin? Verdammt. Oh, was ist denn hier? Love you. Küsschen, Küsschen. Could you pick up your little paper dolls? They're cluttering the house. Also, please remember to empty the coffee filter in the trash. Mache ich doch glatt. Also, wir sollen diese Püppchen finden, die überall rumliegen, und wir sollen den Kaffeefilter, den benutzten, wegschmeißen. Haben wir gemacht. Achso, hier steht's ja. Sie liegen überall im Haus verstreut und vergiss bitte nicht den Kaffeefilter. Ja, habe ich alles gemacht. Guck mal, ist alles so ordentlich. Oh, kann ich dich nicht freilassen? Du hast so einen kleinen Käfig und gar nichts drin. Voll doof. Muss das zum Telefonbuch vielleicht? Ich nehme jetzt einfach mal was mit. Hier so? Nö. Ach so. Die ist ja noch, aber das geht ja nicht. Jetzt pass mal auf hier. Jetzt pass mal auf, folgendes. Oh, ist ja absolut nervig.
okay. Jetzt ging das. Wir haben ein zweites Püppchen gefunden. Wir haben alle Zeitschriften. Für die Zeitschriften haben wir schon was bekommen. Ach so. Die können wir jetzt wohl gar nicht mitnehmen. Und wo sollen die anderen dann hin? Achso, da ging es aus der Wohnung wieder raus. Wir kommen in Frieden. Weltraum, Menschen und alles dazwischen. Wozu brauchst du diese blöden Motivationsmagazine? Du hast doch mich. Ich denke an dich. Küsschen, Küsschen. Na, oh, da lässt der kleine Zettelchen. Aber wer weiß, vielleicht ist die Beziehung gar nicht so toll. Ach, jetzt weiß ich, was falsch ist. Okay. Ich dachte schon, das reicht. So. Ja, wenn du es ganz genau haben willst, so. Jetzt gib mir das Püppchen. Danke. Kann ich jetzt hier mal was dran machen? Nee. Nö, nö, nö. Harold, ich nenne ihn jetzt einfach mal Harold. Hast du hier noch irgendwo Zettelchen versteckt für mich? Ach, das sind die Püppchen, die wir gefunden haben. Fehlen noch drei anscheinend. Jetzt hängt hier ein Zettel. Sauber, sauber, sauber. Sauberkeit ist die Gottgefälligkeit. Nicht, dass Gott und du irgendein Gesprächsthema hätten. Lol, ich denke an dich. Ist aber lieb. Der Harold. Haben wir gemacht? Haben wir erledigt? Achso, das im Bad müsste dann wahrscheinlich richtig sortiert werden. Das ist hier alles braun. Aber das könnte mit hier rüber. Und das hier rüber. Oder? Estradiol Valerate. Sind das vielleicht Hormone? Smooth Solina oder sowas? Das passt doch hier. Ach ja, war schon richtig. Okay. Wo ist der Zettel? Zwei Püppchen noch. Was sollen wir denn noch tun? Wir haben doch eigentlich alles erledigt. Duschen? Toilette? Toilettenpapier? Also hier haben wir eigentlich alles durch. Naja. Das kann ich halt nicht. J. K. L. Weiß ich nicht. Ob uns die Fotos da jetzt irgendwie helfen? Wahrscheinlich nicht. Kühlschrank vielleicht? Ne, Küche haben wir eigentlich alles gemacht. Ich möchte noch einen Zettel von Harold. Harold! Oh, hat nichts geschrieben, schade. Und ich dachte aber eigentlich an die Pinnwand können wir auch was heften. Aber... Oh. Ja, ja. Aber wie soll ich denn das rauskriegen? Ach so, hier hängt ein Zettel. Du wühlst dich aber nicht mit jemand anderem durch die Laken, oder, Babe? Küsschen. Ist da jemand eifersüchtig? Naja, und nun? Jetzt haben wir doch eigentlich, naja, die Fotos müssen wir wahrscheinlich noch sortieren, aber wie? Ich kann mich ja jetzt nicht fortbewegen. OBN.
JKL 01, ja. Wer weiß? Oder warte mal. Kann man hier was erkennen? Das ist nämlich, dass ich es wieder hier reinlege. Geht nicht, okay. Na, warte mal, es hat ja irgendwas mit dem Telefon zu tun. Also entweder sind das die Nummern irgendwie, aber was könnte denn 0BN? Ist das... Warte mal, ist das vielleicht so ein... Weißt du, Alphabet in Zahlen oder sowas? B wäre dann 2. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Das wäre 14, das wäre auch Quatsch. Null, eins, x. Ja, hier steht es halt auch nochmal so drauf. OBN sogar. Naja, vielleicht hat das irgendwas, vielleicht ist es so ein amerikanisches Zahlendingensbummens. Aber ich kenne mich da leider nicht aus. So, warte mal. Ist auf jeden Fall 0, 2, 6, 5. 5. Ist aber auch gar kein Hinweis drauf. Warte mal. Das ist ja anscheinend dann das die zweite Reihe. Und das? Puh. Okay, lass mich mal überlegen. Das eine könnte die amerikanische Vorwahl sein, aber ich steig da noch nicht ganz dahinter. Ach Mann. Helft mir doch. Könnt ihr mir das sagen, was ich hier machen muss? Oh Mann. Was übersehe ich denn schon wieder? Warte mal. OBN könnte wahrscheinlich auch sowas wie Vorwahl sein oder so. JK. Ach, ich bin doch doof. Oh, ich bin so bescheuert. Hier stehen auch Nummern drauf. Oh Gott. So, was war's? JKL ist hier. Und 01. Oh. I'm sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please hang up and try again. Oder dreimal? Warte mal nochmal. 026. 123. Ich glaube, die haben immer solche Nummernkombinationen. Und dann war es 01 und XX ist die 9. Also zweimal. Ah, okay. Ja? Wen haben wir angerufen? Wen haben wir angerufen? Und wo bekommen wir die letzte Puppe her? Dankeschön. Was können wir jetzt noch tun? Ich meine, unser Freund ist ja schon sehr romantisch. Mir würde das sehr auf den Sack gehen, wenn jemand dazu sehr klammert und mir ständig Zettel schreibt. Das ist was Schönes. Aber man sollte es auch nicht übertreiben. So. Ach, hier ist der Zettel. Okay. Du bist so süß. Oh, Küsschen, Küsschen. Vielleicht sind die auch frisch verliebt. Ich weiß gar nicht mehr, was sie meinte, was sie gesagt hatte. Ob sie ein Jahr meinte. Seit einem Jahr eine feste Beziehung. Ich weiß es nicht mehr genau. Bleibt ja eigentlich nur noch das, was wir machen können, oder? Muss euch das doch irgendwo anders hin? Soll das hier drüben hin oder so? Ah, okay.
Letzte Puppe. Ach so. Die werden jetzt angezogen. Oder was? Blau zu blau. Ist doch ganz süß hier. So? Ja. Ein langer, dunkler Flur. This is what you deserve. You brought this on yourself. Das ist, was du verdienst. Türriegel, Türriegel, Türknauf, Kette, immer diese Reihenfolge. Okay. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. Immer in dieser Reihenfolge. Also hat sie so einen Tick, dass immer alles an seinen Platz muss. Alles mal, ey. Weißt du, alles mal aufgeräumt werden muss. Jetzt sind hier schon Herzchen drauf, aber alle Nummern sind durchgestrichen. Sag mal, kann das sein, dass der Freund vielleicht auch ein bisschen sehr einnehmend ist und diverse Kontakte verbietet, oder? Ich weiß es nicht genau. Kann mich natürlich auch irren. Vor allen Dingen die Taschenlampe liegt ja auch hier. Hier sind die Stücke von den Bildern. Die Schuhe, die wir auch auf dem Foto hatten. Hier noch ein Heft. Entfernte Planeten, entfernte Welten. Sie hat sich anscheinend oft weggeträumt. So, das. Aber das waren ja auch Zettel da, ne? Er hat ihr das ja auch irgendwie schon so ein bisschen, ne, aufgetragen, oder? Bring mal den Müll weg, mach dies, mach das, mach jenes. Weiß bloß nicht, ob es halt, ja, nett gemeint ist oder ob sie das wirklich braucht. Scherben. Schwierig zu deuten. Ich fühle mich im eigenen Körper gefangen. Oder war es davor, bevor sie ihren Freund... Ach so. Du willst nicht hören, wenn du mich noch einmal so wenig achtest, wirst du so aussehen. Du willst nicht hören. Hatte sie vielleicht davor einen Freund, der sehr einnehmend und gewalttätig war, und sie hatte aber das Gefühl, in einen anderen Körper zu gehören? Also vielleicht sogar in einen männlichen Körper? Also ich weiß es nicht. Oder ist das ihr Körper, der da spricht? Das ist gerade für mich sehr schwierig zu erkennen. Und du bist immer da, kleiner Vogel. Ein Stalker vielleicht? Und sie braucht immer ihre gleiche Routine? Und das hier rein. Was war jetzt? Okay, die Kissen haben wir noch nicht alle. Hier unten ist wieder ein Kissen. Es kriselt immer mehr. Oh, okay. Aus Vorschlägen wurden Forderungen. Forderungen resultierten in Wut. Wut führte zu Schmerz. Ist damit jetzt der ehemalige Freund gemeint oder sie, die sich selbst geißelt?
Na, schau mal eine an. Sie will eine untreue Hure sein. Okay. Wie jede richtige Frau. Oh Gott. Die hat so einen beschissenen Freund gehabt. Das Bettzeug war nicht so, als du gegangen bist. Mit wem schläfst du noch? Ja, ich glaube, da war einer, ja. Und wenn du einmal drin bist und das Gefühl hast, oh Gott, dass dir nichts helfen kann, kommst du da doch nie wieder raus. Oder nur sehr, sehr schwer. Die werden nie sauber genug sein. Sie hat ihm also nicht genügt. Und solchen Menschen kann auch niemand genügen. Denn oftmals genügen die sich nicht einmal selbst. Die müssen Macht kompensieren. Und er macht jetzt sicherlich einen Kontrollanruf und wir überlassen ihm aber nicht die Kontrolle. Wir lassen uns Zeit. Wir können auch warten. Aber dann ist natürlich auch die Angst, dass er gewalttätig wird. Und ich will auch, dass das Spiel weitergeht. Achso, hat schon aufgehört. Okay. Okay, was soll ich jetzt noch tun? Was gibt es noch zu tun? Hier ist ein Magazin. Okay. Vielleicht war das auch nicht ihre Routine, sondern seine. Kann ich jetzt? Weil die liegen ja auch noch auf dem Boden. Das ist kaputt, das ist kaputt. Ach, hier, okay. Ah, so kann ich es lesen. Wie kannst du mir das antun? Weißt du es denn nicht? Alle hassen dich dafür, weil du ihnen so wehtust. Du bist eine hässliche, egoistische Schlampe und deinen Freunden geht es tot besser als mit dir. Du weißt genau, was du getan hast und vielleicht kann ich dir verzeihen. Aber dir muss man eine kleine Lektion erteilen, damit das nie wieder vorkommt. Es ist nur zu deinem Besten. Keine Sorge, Baby. Ich werde dich nicht verlassen. Ich weiß, du kämst ohne mich nicht zurecht. Ja, und genau das ist es, was sie wahrscheinlich immer denken. Brauchen jemanden, den sie kontrollieren können, an dem sie ihre Macht auslassen können. Eat this. Oh Mann. Oh nein. Was ist jetzt? Ach so, das ist zerbrochen. War sie das oder er? Wahrscheinlich er. Höchstwahrscheinlich er. Und die Erinnerungen kommen vielleicht wieder in ihr hoch. Oh Gott, das ist traurig und furchtbar und alles einfach. Tja, und jetzt? Darf ich den Hammer nehmen und den Typ mal schlagen? Na gut, der ist ja wahrscheinlich auch... Hat sicherlich auch Gründe, warum der so ist. Das sind ja eigentlich gerade meistens Männer mit wenig Selbstbewusstsein, die sowas tun. Sicherlich auch Frauen, die sowas tun. Aber ach, das Telefon klingelt. Aber es hat immer fehlendes Selbstwertgefühl. Du bist nicht mal eine richtige Frau. Niemand sonst könnte dich lieben. Ach du Scheiße, was hat denn der mit der gemacht? Was hat denn der mit der gemacht? Meine Liebe fand Stärke in meiner Wut. Sie verletzte mich und fühlte sich richtig an. Es verletzte mich und fühlte sich richtig an. Weißt du, wenn dir halt immer wieder jemand sagt, du bist nichts wert, du kannst nichts und du bist an allem schuld und dich so systematisch Stück für Stück fertig macht, dann glaubst du irgendwann auch selbst dran.
Oh nein. Dann kann das sehr, sehr schwierig werden und ein Teufelskreis, aus dem man ganz schwer wieder rauskommt. Und sie hat wahrscheinlich immer Angst, nach draußen zu gehen. Oh Gott. Okay, but I mean, what's your actual gender? I won't help you. Naja, jetzt ist es schon ein Gefängnis. Oh, da wird mir gleich ganz anders, ey. Das ist ja so mein persönlicher Albtraum hier. Nur ein Mann mit einer Verstümmelung. Was ist das? Ach, die Vogelfedern. Er, sie. Das ist für mich gleich. Wertloser Freak. Und das kam dann wahrscheinlich auch noch dazu. Du wirst immer eine Transenhure sein. Beschimpfungen. Deine Freunde lachen hinter deinem Rücken über dich. Ich werde meinen kleinen Pseudoficker immer lieben. Brauchst mich, um Frau zu sein? Och, komm. Ekelhaft. Reset. Okay. Puzzle. Oh, dieses Klopfen hinter einem, ne? Dieses Klopfen hinter uns, das macht mich gerade total... Das finde ich gar nicht schön. Sehr, sehr atmosphärisch, dieses Spiel. Wahnsinn. Oh Gott, wie soll ich mich denn hier zurechtfinden? Hör auf zu klopfen. Kommst hier nicht rein. Arschloch. Ja, das könnte stimmen. Weiß ich noch nicht genau. Nee, das stimmt nicht. Hör doch mal auf zu klopfen jetzt. Mich ganz kirre, ey. Puzzeln kann ja nicht so schwer sein hier. So? Gab es eigentlich schon welche, die fest waren? Ich weiß es gerade gar nicht. Sieht eigentlich nicht so aus, als wäre das richtig. So. So? Hey. Tja, ich weiß es nicht so richtig, was ich machen soll. Weil es scheint ja richtig zu sein. Also ich weiß es wirklich gerade nicht. Also entweder, weil zwei Fotos sind immer so ein bisschen, also die anderen haben sich immer so, wie soll man sagen, angepasst an den Rahmen und es gab zwei Fotos, die nicht so richtig mitmachen wollten. Das
deswegen, vielleicht ist es auch einfach ein Glitch oder... Aber das Spiel ist ja eigentlich von 2015. Das dürfte ja eigentlich jetzt auch nicht... Ich kann es mir halt nicht anders erklären. Es ist halt irgendwie sehr seltsam gerade. Okay, Leute. Folgendes. Ich werde jetzt mal nachgucken, weil ich echt nicht mehr weiß, was ich hier noch machen soll. Und ich melde mich sofort wieder zurück. Bis dahin. Oh, na endlich. Leute, ich muss jetzt hier alles nochmal neu starten. Und das ganze Kapitel jetzt nochmal spielen. Ich habe nachgelesen. Das ist irgendwie ja ein Glitch oder irgendwie sowas. Take it like a man. Ich lasse sie erstmal ausquatschen hier. Ich bekam ständig Vorschläge zu hören, wie wir uns verbessern könnten. Aber wir bedeutete immer ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Spiegel. Nee, ich musste halt alles nochmal neu starten, das ganze Dings nochmal von vorne machen. Aber ich habe mir das abfotografiert, wie das aussah, deswegen war es jetzt nicht so schlimm. Du verursachst. Du sind nicht. Du bist wehtun? Nein. Du bist nichts? Nein. Du bist falsch sein? Nein. Du bist Schönheit. Du bist Liebe. Oh, das war ja schön. Nee, ist wohl auch ein bekannter Glitch, aber was ich mich halt frage, ich meine, das Spiel gibt es ja schon seit 2015, dass da halt, muss doch mal ein Patch gegeben haben. Naja, egal. Ich gab ihr Sicherheit. Sie sang die schönsten Lieder und ich war der perfekte Zuhörer. Ist jetzt alles wieder normal? Leslie? Ah, jetzt stehen die Nummern wieder da. Juni, Anani oder so, Support. Und wir müssen nichts mehr aufräumen, denn es gibt niemanden, der es uns befiehlt und der uns dafür bestraft. Wir führen ein eigenes Leben, mit eigenen Zielen, mit eigenem Willen. Uns geht es gut, hoffe ich zumindest. Aber was soll ich jetzt hier machen? Ach hier. Ich fand jemanden, von dem ich glaubte, dass er mich so lieben würde, wie ich war. Natürlich gab es noch Spielraum nach oben. Den gibt es ja immer. Die Frage ist nur, kann man damit leben und nicht? Kann man trotzdem zufrieden sein oder nicht? Niemand ist perfekt. Die Kunst liegt ja darin, sich trotzdem zu akzeptieren, miteinander zu leben. Haben wir jetzt eigentlich alle Fotos? Ich weiß es nicht. Hab noch nicht nachgeguckt. Aber wenn du dich richtig kennst und richtig aufeinander eingehen kannst, ist es doch eigentlich wunderschön. Verliebt sein ist schön, ja. Aber wenn man sich so richtig aufeinander verlassen kann, wenn man sich richtig vertrauen kann, das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal was anderes. Ja, wir haben alle Fotos. Sehr schön. So. Ich brauchte Jahre, um mich mit dem anzufreunden, wer ich bin. Naja, es ist ja eigentlich immer, ich weiß nicht, das mit den Fotos anordnen ist irgendwie immer das, was davor war. Also immer das, was zum Trauma geführt hat. So starb endlich die Unschuld, die ich in mir verborgen trug, Ekel und Furcht und gaben mich wie Gitterstäbe. Könnte sein. Ein Ort für alles und alles an seinem Ort. Ah, nee, glaube ich eigentlich nicht. Türriegel, Türriegel, Türknaufkette, immer diese Reihenfolge. Weil sie sich vor dem Mann geschützt hat wahrscheinlich.
Wut würde zu Schmerz. Das würde ich fast schon mit reinnehmen. Ich fühlte mich im eigenen Körper gefangen. Weiß ich nicht, kann sein. Das wäre ja dann eher zum Schluss, ne? Meine Liebe fand Stärke in meiner Wut. Es verletzte mich und fühlte sich richtig an. Ja. Aber vielleicht ist wahrscheinlich eh nicht die richtige Reihenfolge. Ich muss wahrscheinlich eh wieder schneiden. Ich fand jemanden, von dem ich glaubte, dass er mich... Damit ist doch eigentlich der Freund vorher gemeint, oder? Also die Beziehung vorher. Naja, ich probiere wieder ein bisschen rum und ich melde mich dann wieder, wenn ich es gefunden habe. Bis dahin. Hey. Ich wollte dich eigentlich hinten. Naja, bleibst du halt hier. Wo war das? Das hier vielleicht? Ah, das macht doch keinen Sinn. Das hat doch irgendwie jetzt auch keinen Sinn gemacht. Naja, gut, okay. Ich akzeptiere. Hauptsache, ich habe es jetzt geschafft. I thought that if I kept ignoring, forgetting the little truths and the big ones, it would all eventually improve. That is, if I, you know, if I did everything right, if I conformed to my love's expectations, maybe then everything would be perfect. I would get my reward for all the shit I've been through. But at the end of the day, it wasn't the words. It wasn't the actions. It wasn't the hate. It was my hate. For myself. Deep down, I welcomed the rage. I embraced it. It confirmed what I thought I knew about myself. That I couldn't be loved. That the world out there would shred me apart if it wasn't for that relationship. Yet I was trapped by the threats. But the real cage was the one I built around myself. It all sounds so ridiculous when I say it out loud, but I think it's the truth. My poor little bird. God, there was something else. It sounds crazy, but do you know I couldn't even remember what happened to her? I didn't want to remember. I wouldn't even let myself think about it. I just wanted to stay home and make sure I never fucked up again so that, you know, nothing else that I had the gall to love would get hurt. The whole thing, it prevented me from being. But I think I understand now. I know what it is I need to do. With help and my true friends, I can do this. I can do this. I deserve this. I deserve freedom. Wer verdient es, wenn nicht du? Und sie oder er, müsste man ja vielleicht sagen, hat ja auch gesagt, dass sie sich selbst am meisten gehasst hat, also dass sie das am meisten gestört hat. Und vielleicht, wenn sie sich nicht hätte hassen müssen, wenn sie nicht die Angst hätte haben müssen, ausgestoßen zu werden, vielleicht hätte sie dann diesem Kontrollgehabe ihres Ex-Freundes oder... Hatte die nicht gesagt, Geliebter, also einer Frau? Also ich weiß es jetzt auch nicht so richtig, zu widerstehen. So, ich glaube, wir haben alle Patienten durch. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz, was gucke ich mir denn mal an? Insel, Schnee. Das gucke ich mir mal kurz an.
ob das jetzt tatsächlich was ist, wo man was tun kann oder ob das jetzt, ja, bloß so zum Durchlaufen ist. Da würde ich jetzt bloß mal eins ausprobieren. Und, ja. Aber das sind schon echt traurige Geschichten. Wenn ich mir vorstelle, dass es dieser Methode ermöglichen würde, wirklich selbst auf den Gedanken zu kommen, okay, der sortiert mir ja eigentlich nur die Erinnerungen, die ich habe und versucht die eben zu entwirren, dass sie nicht verfälscht sind. Oh, hier ist es schön. Jetzt hakt es wieder kurz. Ja, danke. Ja, also jemand, der in meinen Kopf einfach alles ordnet, dass ich selber klar sehen kann, also dass derjenige nichts verändert, sondern einfach nur darin herumwurstelt und über alles ein bisschen Klarheit bringt. Oh, ist das schön. Ich ja dann trotzdem selbst als zu behandelnde mir selbst Gedanken machen kann. Also mit diesen neu sortierten Erinnerungen umgehen muss oder kann. Dass mir sozusagen, also genauso wie es beim Psychologen ist, der sagt ja nicht, was du tun sollst, sondern im Endeffekt sollst du ja selber drauf kommen. Oh. Das wollte ich nicht. Oh, da habe ich zu spät gelesen. Warte, gehen wir jetzt mal schnell in das andere. Hallo, oh, hör mal auf zu haken jetzt. So, das geht ja nicht. Muss wieder heraus, okay. So, gehen wir mal in die andere. Gehe ich jetzt mal. Was ist ein Tischsim? Achso. Geh ich mal schnell da rein. So. Ja, aber ich könnte mir das echt auch für die Zukunft gut vorstellen. Es ist natürlich immer eine Frage, ne? Gerade hier Datenschutz und vor allen Dingen Privatsphäre, deine Würde. Jeder kann deine Gedanken sehen. Wie kannst du selektieren, was du in den Gedanken siehst und was nicht? Also Gedanken sind ja was Freies. Die sind halt da, wenn sie da sind. Und dann hast du halt wirklich nichts mehr, was du vor anderen geheim halten kannst. Ist natürlich auch ja, ein bisschen sehr ethisch-moralische Frage auch. So, jetzt klicke ich das aber mal an. Hilfe. Und was ist jetzt? Kann ich nur schön durchgehen. Oh, bei den heißen Temperaturen wünsche ich mir das gerade. So eine schöne, schöne Schneelandschaft. Oh, mit Bergen. Oh, ich liebe das. Ist mir sogar fast lieber als die Insel, muss ich ehrlich gestehen. Komm, ich glitsch mich hier hoch. Hat alles schon funktioniert. Ja gut, ich glaube aber nicht, dass wir jetzt hier was machen können. Also entweder ist das noch, war das mal im Aufbau? Und wurde dann liegen gelassen. Und das ist halt echt nur so zum Erkunden. Ein bisschen mit der Wife, halt schöne Umgebung und so. Na gut, dann ist das, glaube ich, der perfekte Moment. Warte kurz, warte kurz. Wir schauen der Sonne entgegen. Mich hier zu verabschieden, ein kurzes Feedback noch abzugeben. Das Spiel, finde ich, war mal etwas ganz Neues. Also wie gesagt, ich kannte diese Thematik vorher noch nicht. Also du hast das ja schon in diversen Spielen mal angesprochen, gerade mit so künstlicher Intelligenz, also Detroit Become Human und so weiter und so fort. Aber eigentlich nie in dem Sinne, dass du halt jetzt als Doktor tätig bist und Patienten in ihren Gedanken behandelst. Ich finde das nochmal so ein ganz neues Themenfeld, was ich so noch nicht kannte. Ganz interessant, kann man bestimmt darüber auch diskutieren, ewig lange. Aber dafür, dass es halt auch für die Wife ja größtenteils entwickelt wurde, finde ich es grafisch sehr schick. Also ich kann mir das mit Brille sehr gut vorstellen. Es ist jetzt halt für den normalen Spielgebrauch jetzt nicht unbedingt überragend, ne? Aber man muss natürlich auch bedenken, wenn es für die Wife gemacht ist, das muss ja auch alles ein bisschen smooth laufen und da auch, da darf nichts wackeln, ne? Soundtrack fand ich sehr schön und vor allen Dingen auch die Geschichten. Also ich hatte schon gedacht, dass es mehr so in die Richtung Horror geht.
Aber es ist halt wirklich ein reines Psycho-Horror-Spiel und das hat man auch wirklich gemerkt. Also die Atmosphäre war tatsächlich manchmal atemberaubend. Also ich war innerlich sehr verkrampft die ganze Zeit. Das habe ich dann erst später gemerkt, weil mir der Rücken wehtat oder irgendwas. Aber ich war immer angespannt, weil die Atmosphäre so greifbar war. Also auch diese kleinen Jumpscares, sage ich mal, die so ohne Ton kamen oder so einfach so aufgetaucht sind, sowas gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es einfach mal was anderes ist und nicht immer diese plumpen Erschrecker. Und deswegen bin ich sehr positiv überrascht. Ich habe es mir wesentlich schlechter vorgestellt. Also ich habe gedacht, für ein Indie-Game, Psycho-Horror-Indie-Game, wird es jetzt nicht so überragend sein, aber ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und ich habe auch das Gefühl, dass die hier sehr viel Herzblut reingesteckt haben. Und das ist mir immer wichtig. Das ist immer was ich erwarte und was man dem Spiel auch sofort anmerkt. Ich finde es so schade, dass ich nicht hier rein kann. Ja, wie gesagt, hier Grafik siehst du ja, ne? Aber das ist ja alles noch im Wandel. Und ich finde dafür, 2015 kam das ja raus, ist es ganz schön, ist es ziemlich gut geworden. Kannst du doch eigentlich nicht meckern, oder? Da kann man doch einfach mal still in den Himmel schauen und genießen. Und damit möchte ich mich natürlich verabschieden. Möchte euch natürlich auch nochmal ans Herz legen, wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, dann könnt ihr das Spiel natürlich auch gerne kaufen. Es ist, glaube ich, nicht ganz so günstig, aber denkt dran, es ist halt für die Wife. Ich habe es mir, glaube ich, mal im Sale gekauft für 7-8 Euro, wenn es hinkommt. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir werden Blair Witch spielen, wenn es nicht sogar gerade parallel läuft. Das weiß ich noch nicht, wie ich das zeitlich hinbekomme. Aber ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, passt auf eure Gedanken auf, pflegt eure Gedanken und damit tschüss.